Ein wunderschöner Morgen erwartet uns hier in unserer kleinen süßen Minecraft-Welt. Und meine lieben Freunde, wir dürfen gar nicht lange Zeit verlieren, denn in der heutigen Episode habe ich wieder einiges auf dem Schirm, was ich machen muss. Zuallererst wurde mir in die Kommentare geschrieben, Luca, du hast deine Margeriten unten rechts im Inventar, von daher können wir auch direkt die Folge beginnen mit einer kurzen Schweigesekunde für die verstorbenen Tiere. Also danke da auf jeden Fall an euch und eure zahlreichen Tipps und Hinweise, dass ich ja die Margeriten unten in meinem Inventar habe. Die benötige ich jetzt allerdings nicht mehr, die Porzellansternchen auch nicht und meine Eichensetzlinge auch zu Beginn der Folge jetzt erstmal nicht, denn wir konzentrieren uns erstmal auf unser Nein. Du bist ein Zombie. Das ist nicht der Villager, der unten bei mir war. Er hat wirklich einen Hut auf. Kann ich den irgendwie wieder zurückverwandeln zu meinem ursprünglichen Villager? Ich werde hier vorne allerdings erstmal kurz eine Mauer hinbauen, sodass er hier nicht hochkommt, denn mein Schweinchen, mein Schäfchen steht ja immer noch hier. Von daher werde ich uns hier erstmal ganz kurz einen Weg nach draußen bauen, sodass ich das Schaf auf jeden Fall hier nach oben lotsen kann. Also einmal hier durch, bitte. Zack, und noch einen höher. Und bam, er ist auf jeden Fall oben. Ich gebe ihm das Weizen. Er wird hier auch nicht mehr runterfallen, hoffe ich mal. Hier, das ist jetzt natürlich blöd, dass das genau beim Weg war, aber da müssen wir halt kurz warten, bis hier Gras drauf weg. Ja, das wurde mir auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass ich das Schaf holen soll. Das Maiglöckchen wurde mir geschrieben. Was mir auch geschrieben wurde, war, Luca, du hast hier hinten noch immer deine Diamantrüstung auf dem Ständer. Die ist wirklich ziemlich kaputt, leider. Von daher war ich jetzt gerade mal in unserer Kisten-Crib und habe mir die Diamanten geholt, die ihr ja auch schon unten in meinem Inventar seht. Wir haben einfach ein verdammtes Stack davon. Deswegen können wir jetzt mal ganz kurz unsere Rüstung... Das war's dann auch mit unserem Amboss. Ich habe mir gerade mal kurz einen neuen Amboss gecraftet. Den kann ich jetzt auch mal kurz nehmen und hier vorne einfach wieder platzieren, sodass wir den Rest unserer Rüstung auch mal eben ganz kurz zurückholen können. Dann haben wir auf jeden Fall wieder einen vernünftigen Schutz gegen Creeper und so weiter und so fort. Also das hier mal ganz kurz wieder ausziehen, die Diamantrüstung angezogen. Dann kann ich auch unsere Eisenrüstung hier auf unseren Rüstungsständer mal eben draufpacken. Zack, zack, zack und zack. Dann haben wir die hier auf jeden Fall noch am Start, falls wir die irgendwann mal reparieren wollen. Das wurde mir auf jeden Fall auch noch geschrieben, dass ich das mal reparieren soll. Was mir auch geschrieben wurde, war, Luca, du verschwendest so viele Steine. Und dem kann ich angeblich mit einer Steinsäge entgegenwirken. Deswegen würde ich sagen, ich platziere die Steinsäge jetzt provisorisch erstmal kurz hier vorne. Da wurde mir auch noch geschrieben, dass ich mit einer Steinsäge mit einigen Villagern dann Quarz handeln kann, was ja für unsere Strandvilla demnächst eventuell interessant sein wird. Ich werde mir allerdings jetzt erstmal ganz kurz angucken, wie das hier funktioniert. Denn man kann hier angeblich Stein reinpacken. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte gerne einen Steinziegel und das... Das zieht nur einen Stein. Aber wenn ich jetzt theoretisch so eine Steinziegeltreppe nehme, das... Warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Ich hätte mir stundenlanges Farmen ersparen können. Ihr seht unten im Inventar allerdings bereits, dass ich mir wieder einige Äxte gemacht habe und einige Fichtensetzlinge am Start habe und mich auch hier vorne zu unseren Bötchen mal ganz kurz hinbewege, denn wir fahren rüber zu unserer Tierinsel, aka Bauminsel, denn wir benötigen wirklich eine Menge Fichtenholz, denn ich möchte heute die Folge nutzen, um einerseits so ein bisschen Inselreparatur zu machen, beziehungsweise es ist gar keine richtige Inselreparatur, aber das, was ich gerade zum Beispiel schon vieles gemacht habe, in die Richtung eine Steinsäge mal machen oder das Schaf unten raus, und es ist ja auch eine gewisse Form eine Inselreparatur. Allerdings möchte ich die heutige Folge nutzen, um mir wirklich jetzt endlich mal die ganzen Sachen an den Start zu holen, die ich für den Leuchtturm brauche. Deswegen seht ihr schon, ich befinde mich hier auf der Insel, um eine Menge Fichtenholz abzubauen. Wir benötigen davon wirklich ganz, ganz viel. Ihr wisst, ich liebe Fichtenholz. Und wir befinden uns auch hier vorne, denn mir wurde unten in die Kommentare geschrieben, Luca, lass das Grab auf deiner Heimatinsel auf jeden Fall stehen, denn die Tiere, die dort, ja, vergraben liegen. Die sind ja auch dort gestorben. Was ich allerdings hier machen soll, ist, dass ich dieses Grab für die Tiere nutze, die hier auf der Tierinsel sterben. Deswegen, da wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, Luca, nenn doch das hier vorne einfach Friedhof der Kuscheltiere. Das ist anscheinend irgendein Horrorfilm. Ihr wisst, glaube ich, dass ich Horrorfilme über alles hasse. Ich verstehe nicht, warum man sich Sachen anguckt, wo man sich fürchtet. Ich verstehe auch das Prinzip Achterbahn nicht. Du bezahlst Geld dafür, damit du Angst hast. Allerdings wurde mir auch noch geschrieben, dass Hammelfleisch in der...
Man läuft nicht auf Gräbern rum. Mir wurde geschrieben, dass Hammelfleisch kein Kaninchenfleisch ist, sondern Schafsfleisch. Und das Kaninchenschild hier ist dementsprechend ein bisschen unnötig, da kein Kaninchen bisher hier auf der Insel ist, was hätte verstorben werden können sein. Runter vom Grab! Also das hier vorne haben wir auch erledigt. Der Friedhof heißt jetzt auf jeden Fall Friedhof der Kuscheltiere. Wir sehen auch schon, die Sonne geht ein wenig unter. Von daher, euch eine ganz kurze Timelapse, wie ich hier eine Menge Holz abbaue. Warum laufen mir immer Tiere in mein Schwert? Da mache ich hier gerade das Grab fertig von dem Kaninchen hier, weil es gar nicht gestorben ist. Und jetzt töte ich direkt wieder ein neues Tier. Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt mit den Sachen hier? Ich habe ja gar keine Kisten drunter. Ich behalte das jetzt einfach mal und packe das bei mir zu Hause in die Kisten und schreibe hier jetzt erstmal hin, hier ruht die Kuh. Ich denke nicht, dass die 1,5 bis 2 Stacks Fichtenholz, die ich gerade geholt habe, reichen sollten für das Projekt, was ich heute vorhabe. Hier sitzt schon wieder eine Schildkröte in meinem Bötchen. Allerdings lasse ich die anderen Bäume, die ich dort hinten neu gepflanzt habe, die Fichtenbäume, jetzt erstmal ein bisschen wachsen, denn ich mache hier erstmal kurz den Weg wieder neu fertig. Das ist ja alles wieder gewachsen, das ist sehr schön. Wir müssen in die Hölle, wollte ich gerade sagen, um die nächsten Sachen zu holen. Von daher laufen wir mal hier vorne schnell unseren Weg lang, können auch hier den Weg nochmal eben kurz neu machen. Sie chillt auf unserem Weg hier vorne drauf. Hier fehlt irgendwie was. Wir hüpfen allerdings rüber, müssen jedoch zuvor nochmal ganz schnell ein goldenes Körperteil an unseren Körper packen, denn ihr wisst, die Leute feiern dort Gold und dann greifen die uns nicht an, wenn wir im Nether sind. Allerdings sind wir wieder zurück. Wir waren lange nicht mehr hier. Au, au. 5 Sekunden da und direkt hier wieder. Und da vorne brennt direkt einer. Das kann uns allerdings egal sein, meine lieben Freunde, denn wir befinden uns hier im Nether wegen Netherziegeln. Die benötigen wir ebenfalls für den Leuchtturm. Ihr denkt euch wahrscheinlich, Luca, du meinst doch, du brauchst einfach nur weiße und rote Wolle für den Leuchtturm. Ja, ich bin allerdings ganz ehrlich, da muss ich auch einfach auf euch hören. Die Wolle hätte wirklich angefangen zu brennen, wenn da irgendwas abgegangen wäre. Wenn wir irgendwann auch nur mal einmal ein Gewitter haben sollten in unserer Welt, dann wäre unser ganzer Leuchtturm abgebrannt. Und ich glaube, das wäre nicht so nice gewesen. Von daher laufen wir zurück zu unserer Nether-Festung. Da haben wir ja auch noch immer nicht alles entdeckt. Allerdings gehe ich dem Nether immer so ein bisschen aus dem Weg. Weil das natürlich schon ein furchteinflößender Ort ist hier mit dem ganzen Feuer, mit der ganzen Lava und so. Hier, unsere Homies greifen uns nicht an, denn wir haben ja den goldenen Harnisch. Allerdings seht ihr schon, wir sind hier angekommen. Und wenn ich das hier abbaue, sind das Netherziegel. Und daher euch eine ganz kurze Timelapse, wie ich mir davon einige hole. So, wir sind wieder in unserer Welt zu Hause angekommen. Irgendwie immer, wenn wir ankommen, fängt gerade die Nacht an. Das ist irgendwie nicht so nice. Also mal ganz schnell hier mal eben zurückspringen. Ihr seht schon unten im Inventar, ich habe ein Stack, beziehungsweise noch ein zweites Stack hier vorne von Netherziegel mir holen können. Da ist ein Ohr. Geht's direkt wieder los. Hey. Digga. Der ist wieder so ein Idiot mit Gabeln. Ey! Ich habe mir auf jeden Fall noch ein bisschen Quarz mitgenommen. Das habt ihr gerade unten in meinem Inventar eingeblendet gesehen. Das benötigen wir nämlich für einen Tageslichtsensor. Was wir genau mit dem machen werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denn ich werde es heute auf gar keinen Fall schaffen, den Leuchtturm zu bauen. Das wird viel zu lange dauern, denn wir müssen auch erstmal eine... Wo kommt der Pfeil her? Ey! Wie können denn überall noch Monster chillen? Mich würde es auch nicht wundern, wenn jetzt gleich wieder ein Creeper von der Ecke kommt, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Netherziegel am Start und die benötige ich, um mir erstmal eine Menge Netherziegel-Sachen zu machen für den Leuchtturm. Zuallererst mache ich mir allerdings kurz den Tageslichtsensor. Den stellen wir nämlich so her. Und dieser Tageslichtsensor, und das ist das Nice, der wird uns zeigen, wann Tag ist und wann Nacht ist. Es ist logisch, das sehen wir zwar selber auch, allerdings wird der dann Licht anschalten im Leuchtturm bzw. wieder abschalten. Mit den Netherziegeln brauchen wir erstmal ganz kurz 17 Stück an sich. Nehme ich 1, 2, 3, so zack, 17 Stück. Und dann müssen wir uns noch 8 Netherziegelstufen machen. Da mache ich mir jetzt einfach mal 12, weil anders geht es gerade nicht. Wir brauchen 26 Mauern, also 1, 2, 3, 4,
5, dann haben wir 30 Mauern und wir benötigen noch 32 Netherziegel-Treppen. Das mache ich jetzt einfach mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir das mit den Netherziegeln auf jeden Fall schon mal fertig. Ihr seht auch unten in meinem Inventar, ich habe mir eine Truhe schon mal gemacht, beziehungsweise zwei. Die werde ich nämlich mal ganz kurz hier vorne hinsetzen und hier werde ich alle Sachen drin lagern, die wir für den Leuchtturm benötigen. Also die Netherziegel-Sachen haben wir. Wir haben den Tageslichtsensor und wir haben 29, das ist jetzt einfach mal drin. Wir brauchen zwar nur 14, allerdings dann haben wir die erste Ladung auf jeden Fall schon mal fertig. Das nächste, was wir benötigen, ist auf jeden Fall eine Menge roter und weißer Beton. Und dafür benötigen wir erstmal eine Menge Kies. Also eine ganz kurze Timelapse, wie ich zu unseren Kiesbergen laufe. So, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich nehme noch mal eben schnell das Bett hier mit. Ich habe wirklich eine Menge Kies und eine Menge Steine abgefarmt hier gerade. Plus auch noch zum Glück ein bisschen Andesit gefunden. Denn Andesit ist einer der Blöcke, den ich wirklich über alles hasse. Den ich dann allerdings bei so... den ich dann allerdings bei solchen Projekten dann trotzdem irgendwie immer brauche für polierte Andesit-Treppen, für polierte Andesit-Stufen. Da hinten baut sich unsere Strandhaus-Villa auf, die irgendwie mittlerweile wirklich länger braucht als der Berliner Flughafen. Von daher euch nochmal eine ganz kurze Timelapse, wie ich die ganzen Sachen jetzt verarbeite. So, ich habe hier gerade noch eine Menge mit meinem Fichtenholz gemacht. Wir brauchen allerdings noch immer ein bisschen mehr. Dafür habe ich hier unten auch schon Fichtensetzlinge mir ins Inventar gepackt. Hier ist die Biene, Hallöchen. Und wir reisen nochmal eben kurz rüber zur Tierinsel bzw. Bauminsel. Ich nehme wieder das Bötchen hier vorne, zack, einmal zurücksetzen, zack, und für euch hier die etwas schönere Ansicht. Wir müssen noch circa 3-4 Fichten fällen. Danach haben wir auf jeden Fall genug von dem Fichtenholz-Dings und danach müssen wir uns nur noch an die Sache mit dem Beton setzen und ein bisschen Steinziegel. Steinziegel sollte allerdings ja kein großes Problem sein, denn wir haben ja immer noch, wieso habe ich denn hier keinen neuen Setzling hingesetzt, ich Idiot? Aber gut, dafür habe ich ja extra auch noch ein bisschen Knochenmehl mit am Start. Das Problem ist, beziehungsweise das Gute ist, dass wir mittlerweile ja die Steinsäge haben, sodass das mit den Steinziegen auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen sollte. Ich baue hier vorne allerdings jetzt erstmal noch ein bisschen Holz ab, der hier vorne kommt nicht so richtig runter. Und dann blende ich euch jetzt auch noch mal eine ganz kurze Timelapse ein, weil ich glaube, das ist wirklich nicht spannend. Das ist generell heute wieder eine Folge, die wirklich nicht so spannend zum Zuschauen ist. Allerdings kriegen wir eine Menge gebacken und die nächste Folge wird dafür umso geiler, denn hier wächst gar nichts. Hier ist nichts gewachsen. Hier ist noch eine, aber sonst wirklich nichts. Was ich gerade sagen wollte, war, dass es heute ein bisschen langweiliger ist und ein bisschen mehr Timelapses und so. Dafür morgen, beziehungsweise übermorgen kommt ja die Folge, wird es umso besser. Wir bauen den Leuchtturm und darauf freue ich mich wirklich schon sehr, sehr doll. So, ich muss hier vorne noch mal eben ein wenig was braten und zwar noch eine Menge Stein. Ihr seht allerdings schon im Inventar, ich habe schon eine Menge Steinziegel herstellen können mit meiner Steinsäge da vorne. Also danke, danke, danke da auf jeden Fall nochmal für den Tipp. Das hätte mir echt im kompletten Projekt eine Menge Arbeit gespart, wenn ich das früher gewusst hätte. Wahrscheinlich habt ihr es auch direkt zu Beginn schon reingeschrieben, nur ich Idiot habe natürlich nicht wieder alle Kommentare checken können, weil es so unfassbar viele sind und da will ich mich wirklich überhaupt nicht beschweren drüber. Das freut mich extrem. Das hier sind schon alle Sachen, die ich mir bisher vorbereitet habe. Ich habe auch im Inventar, seht ihr schon, ein bisschen gelben Farbstoff und auch schon weißen Farbstoff. Das liegt ganz einfach daran, denn unser Boot steht da vorne und nicht hier. Wir... Da hat gerade etwas gesagt, aber hat es nicht. Unser Boot steht hier vorne und deswegen müssen wir da auch ganz kurz hin, denn wir müssen uns in Richtung Blumenbiom mal wieder bewegen, denn ich benötige eine Menge roter Blumen und weißer Blümchen und zwar Maiglöckchen, denn nur mit Maiglöckchen und mit Knochen können wir uns weißen Farbstoff holen. Knochen ist ein bisschen umständlich, dafür müssen wir in eine Höhle gehen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir gedacht, noch eine ganz kurze Timelapse für euch, wie ich mir jetzt rote Blumen und weiße Blumen hole. So, ich habe mir gerade jetzt mal eine Menge Blumen hier an den Start geholt. Ihr seht schon, ich habe insgesamt 33 gelben Farbstoff, 64 weißen und 64 roten. Das sollte jetzt auch erstmal reichen. Ich finde es allerdings so schön hier, dass ich dachte, ich beende die Timelapse einfach mal jetzt schon und zeige euch das nochmal ganz kurz hier mit den ganzen Blümchen und so. Das finde ich echt mega geil. Das ist eines der nicesten Biome in ganz Minecraft mit den ganzen Blumen hier. Hier sind ein paar Tierchen und so. Ich habe mein Boot gerade extra mitgenommen. Das habe ich auch gelernt, dass ich das nicht einfach irgendwo stehen lasse, sondern hier einfach mitnehmen kann. Mich dann irgendwo anders wieder reinsetzen kann. Von daher
daher hier einmal kurz das Boot hinsetzen, einmal kurz fahren. Wir sehen allerdings schon rechts, die Sonne geht schon wieder unter. Von daher werde ich, denke ich, gleich mal ganz kurz irgendwo mein Reisebett aufstellen. Denn heute habe ich wirklich überhaupt keinen Bock auf Monster. Ich habe mich jetzt fast schon komplett fertig equipped für die nächste Folge, wo ich den Leuchtturm bauen werde. Und da freue ich mich auch schon wirklich extrem drauf. Ich weiß, dass ich das schon sehr häufig gesagt habe, aber der Leuchtturm wird mit eines der Highlights des kompletten Projekts, finde ich. Ich will jetzt nicht zu groß ankündigen, nicht, dass da zu große Erwartungen geschnürt werden. Ihr wisst ja, ich baue lieber Sachen, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen schöner, ein bisschen detailreicher. Und deswegen freue ich mich halt extrem darauf, weil das Portalschwert ja auch so in die Richtung ging. Also klar, man kann das Portal noch riesiger bauen und so weiter und so fort und noch prunkvoller. Allerdings finde ich, das passt einfach perfekt. Und der Leuchtturm auf die andere Insel, das ist ja wirklich schon ein Ziel seit Beginn des Projekts quasi. Ich habe ja immer, wenn ich irgendwelche Schafe gesehen habe, habe ich meine Schere mitgenommen. Ich habe sie auch jetzt gerade wieder dabei, obwohl ich mich dann jetzt schlussendlich doch dagegen entschieden habe, das mit einem mit Wolle zu machen. Denn wenn wirklich ein Gewitter kommt oder wenn da mal irgendein Waldbrand ist oder so auf der Insel, na gut, da wird jetzt kein Waldbrand sein, da sind 2, 3 Bäume auf der Insel. Aber dann sind wir auf jeden Fall mit Beton safe. Von daher, euch nochmal eine ganz kurze, allerletzte Timelapse, meine lieben Freunde, wie ich zurück zu meiner Insel fahre und mir den Rest zusammensuche für das übermorgige Video. Bis gleich, Mädels! Zack, so, da haben wir jetzt alles fertig, meine lieben Freunde. Ich habe mir sogar viel zu viel Sand geholt und viel zu viel Kies. Also ich habe noch 4,5 Stacks Kies habe ich noch übrig. Ich habe noch ganz viel Sand übrig. Ihr seht allerdings auch schon in meinem Inventar, beziehungsweise habt es gerade gesehen, dass ich mir eine Menge Beton gerade noch gemacht habe, den wir halt benötigen für den Leuchtturm dort hinten. Und die Sache ist jetzt allerdings, dass das ja Trockenbeton ist. Das heißt, ich muss den Beton auf jeden Fall auch noch mit Wasser in Verbindung bringen. Ich hoffe mal, meine Kiste hat Platz für die ganzen Sachen. Allerdings ist alles drin. Und das war's. Ich habe hier rechts mal wieder eine riesige Notiz gemacht, was ich alles benötige. Wir haben alles am Start. Wir haben den Tageslichtsensor, sodass der Leuchtturm bei Tag schön Energie spart. Gibt zwar in Minecraft nicht, aber ich dachte mir, das ist vielleicht eine ganz coole Idee. Und nur nachts über halt dementsprechend leuchtet. Das alles wird mit Redstone verkabelt. Wir haben Eisengitter für außen. Wir haben gelbe Glasscheiben, sodass das Licht gelb ist und nicht weiß. Wir haben eine Menge roten und weißen Trockenbeton. In der nächsten Folge muss erstmal direkt zu Beginn eine riesige Timelapse kommen, wie ich den ganzen Trockenbeton zu normalem Beton mache und wieder abbaue und bla bla. Das wird ein bisschen ekelhaft. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Allerdings haben wir auch noch eine Menge Steinziegel. Wir haben eine Menge Fichtenholzsachen. Wir haben eine Eisentür, um unten reinzukommen. Die Steinziegel sind dafür, dass wir so einen kleinen Unterbau errichten werden und da drauf wird der Leuchtturm stehen. Wir haben Netherziegeltreppen zur Dekoration. Ich laber wieder viel zu viel. Ich habe auf jeden Fall alles am Start, meine lieben Freunde. Die beiden sind ja auch am Start. Die denken sich auch, was war das hier für eine chaotische Folge. Was war das hier wieder für eine lange Folge? Ich bin bei 2 Stunden. Das Video wird auch definitiv zu spät kommen. Also wenn ihr das Video gerade sehen solltet, wenn es online gegangen ist, wird es definitiv ein paar Minuten zu spät online gegangen sein. Es tut mir leid. Es sollte eigentlich eine kürzere Episode werden. Ich glaube, sie war auch kürzer. Für mich war sie allerdings genauso lang. Ich habe nur mehr mit Timelapses gearbeitet. Aber sonst wäre es, glaube ich, echt ein bisschen langweilig gewesen. Also, wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr eine Benachrichtigung bekommen möchtet, sobald ich ein neues Video hochlade. Das wird übermorgen um 20 Uhr wieder der Fall sein. Und ich... viel zu viel geredet, viel zu sehr am Schwitzen.